So, jetzt zeige ich euch mal, wie man eine Knalltüte bastelt. Das ist ganz einfach. Ihr habt hier ein weißes A4-Blatt. Das faltet ihr einmal so in der Mitte, dass die Ecken bündig übereinander liegen. Faltet das, habt ihr hier dann eine schöne Falz, ne? Dann schlagt ihr die Ecken, alle vier Ecken, Richtung Mitte, ne? Wie als ob ihr euch einen Papierflieger basteln würdet. So. So, das ist jetzt nicht ganz bündig, das liegt aber an meiner unsauberen Arbeitsweise, funktioniert aber trotzdem. Ne? Macht jetzt mit der anderen Seite dasselbe. Bam. Bam. So eine Knalltüte eignet sich eigentlich ideal, wenn man mal mit den Kindern was Kleines, Schnelles basteln will. Macht einen Heidenspaß und auch einen Heidenkrach, wenn sie dann fertig ist. Ne? So, jetzt habt ihr hier das gefaltete Blatt. Faltet das nochmal in der Mitte, dass die Ecken und Kanten hier bündig übereinander liegen. Ja. So, und faltet dann jeweils wieder Richtung Mitte. Eins, zwei. So, schon steht eigentlich euer Grundgerüst. So, jetzt schlagt ihr, jetzt habt ihr hier diesen Schlitz, diesen Freiraum, ja, ihr schlagt jetzt das nach hinten um und schon habt ihr eine Knalltüte. Und das funktioniert so, dass ihr die mit Schwung nach vorne ausfahrt, wodurch dann hier runter Wind kommt und es einen Knall gibt. Ich mach das mal vor. So, ihr seht, wie es funktioniert. Man braucht halt ein bisschen Schwung. Ihr müsst es dann halt ausholen, wie als ob ihr einen Bumerang werft. Anhalten lassen und dann durch den Windzug klappt sich das auf und es macht halt einen Knall. Deswegen heißt es auch Knalltüte. Ja, Knall. Könnt ihr euch das noch anmalen? Es geht ziemlich schnell. Das ist für regnerische Samstage, Sonntage und Weihnachten.